Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Warcraft 3. Ich habe meinen letzten Spielstand etwas nachgestellt, damit ich etwas besser dastehe. Ich werde und nicht ganz so wie ein kleines Lamm, was kurz vor der vom Auffressen steht. Ungefähr so habe ich mich gefühlt im letzten Part. Leider Gottes geht zurzeit nicht wirklich viel besser dran, aber ich bin bereits dabei, Verstärkung zu produzieren. Ich werde ungeduldig. Toll. Aber deshalb sollte ich trotzdem ein paar Schildkröten erbauen. Auch meine Nachtelfenbasis steht zur Gänze noch. Okay, dann sollte ich hier mal kurz abhauen. Dann mit dem nächsten Angriff weiter. Da wird noch ein grüner Stützpunkt zum Zerlegen. Das Problem ist, umso länger man wartet, umso mehr Zeit hat er sich zu regenerieren. Ich bin blind, nicht taub. Aber solange ich hier stehe, kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Die bauen so schön Gebäude, finde ich. Naja, ich habe auch hier nicht alles erkundet, weil es einfach sinnlos ist. Weil ich einfach in der letzten Mission nicht wusste, was ich zu tun habe. Auch hier meine Verteidigung steht. Tadellos. Vor allem, wie viel Geld es einfach hat. Ich bin wach. So, hier hinten mal das Katapult wieder ausschalten. Was bedroht diese Länder? Sind Dämonen in der Nähe? Ich werde ungeduldig. Muss reichen. Aus den trüben Tiefen komme ich. Ich soll nichts verstanden. Nicht taub. So. Und gleich wieder den nächsten Angriff setzen. Herausforderung. Ich weiß zwar, ich habe keine Belagerungswaffen, aber ich kann zumindest mal hier etwas töten. Ihre Zahl ist grenzenlos. Wir müssen durchhalten. Und diese Helden halten viel aus. Die Rache ist mein. Es wird euch leid, einer tun, dass ihr mir begegnet. Das hier ist der verdammte Höllenbeste. Ihr seht einen nach dem anderen. Den nächsten Helden hier. Hier den nächsten. Den ganzen Drachen einfangen. Einen nach dem anderen zerreißen. Weil am Boden sind sie schwach. Schwächer. So hier. Aber ich kann einfach mal weiter einen Haufen Myrmidona. Auch wenn mir langsam das Geld ausgeht. Dieses Land und ich sind eins. Während hier Furan etwas kämpft. Ich werde ungeduldig. Ich achte unseren Pakt. Ich schlage jetzt. Schon, tschüss. Ein weiterer Frostwurm befallen. Sind Dämonen in der Nähe? Ich brauche aber auch unbedingt diese Schildkröten. Das Problem ist, die Nager, die brauchen so lang, bis sie produziert sind. Ist das alles? Würde ich mich jetzt gerne etwas zurückziehen. Solange der nicht wieder mit einem Haufen hyperstarker Teile daherkommt. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Abgeschlossen. Der Kampf wurde begonnen. Aus den Tiefen empor. Habt keine Angst. Ich bin blind, nicht taub. Einfach immer nachschieben. Sterbt, Dummkopf. Tod den Oberflächenbewohnern.
So, hier wieder etwas Schaden angerichtet. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Ich persönlich würde mich ja lieber freuen. Oder mehr freuen. Es wird euch leid. In dieser Wirrung hier stirbt. Er stirbt. Sind Dämonen in der Nähe? Die Verstärkung langsam eintrifft. Ja. Immer einen nach dem anderen bauen. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Die Forschung abgeschlossen. Sterbt, Dummkopf. Wir werden belagert. Sind Dämonen in der Nähe? Bei Assad. Hauptquartier auch sehr wichtig. Ihr seht, die Belagerungswaffen von denen sind sehr stark. Nicht taub. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Sind Dämonen in der Nähe? Unsere Allianz findet sich. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Gut, gut. Es wird euch leid. Es entwickelt sich. Positiv. Ich Göttin, wenn dies das Ende sein soll, lasst uns mit eurem Namen auf den Lippen sterben. Unser Held ist im Kampf gefallen. Ja, Oberflächen. Das passt schon. So, hier ist der Frostwurm-Tempel schon mal gestorben. Vor allem ist gestorben. Hallo? Weiter. Jetzt können sie sich raus tun. Und damit wäre die rote Basis auch besiegt. So einfach geht das. Wenn man nur weiß, was man tut. Oder zumindest weiß, was man tun muss. Schaut, wie läuft. Das läuft. Gar nicht mal so schwer, die Mission. Ist sogar relativ leicht und schnell zu gewinnen. Weil die Naga relativ stark sind, deswegen. Die halten schon was auf. Teilen auch gut auf. So. Ist das alles? Die kann ich aber nicht einfangen, ne? Doch. Himmelsbarke. Ich werde ungeduldig. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Huch. Was bedroht diese? Illidan, was ist das für ein Trick? Seid ihr gekommen, um mich persönlich zu töten? Nein, Tirande. Ihr müsst mir glauben. Ich komme, um euch zu retten. Mich zu retten? Wo könnten sie sein? Inzwischen hätte er sie zurückbringen müssen. Beeilt euch! Dies ist unsere letzte Chance! Ihr riskiert euer Leben für mich. Das verstehe ich nicht. Was immer ich sein mag, was immer ich in dieser Welt werden mag, ihr müsst wissen, dass ich stets über euch wachen werde, Tirande. Tirande. Ich wusste, ihr würdet mich nicht aufgeben.
Ich wähnte euch für immer verloren, meine Liebste. Ohne Illidans Hilfe hätte es so kommen können. Zwischen uns gab es viel Zwist, Bruder. Ich empfand äonenlang nur Hass für euch. Doch ich für meinen Teil möchte, dass sich das ändert. Von diesem Tage an soll Frieden zwischen uns herrschen. Sehr schön. Sehr episch. Das Finale. Getrennte Wege. Wenige Augenblicke später bereitet sich Illidan im Stützpunkt der Nachtelfen auf seine Abreise vor. Ihr habt viel Leid über die Welt gebracht, Illidan. Das kann ich euch niemals verzeihen. Aber ihr habt das Leben meiner Liebsten gerettet. Dafür schenke ich euch die Freiheit. Doch solltet ihr mein Volk jemals wieder bedrohen? Ich verstehe, Bruder. Herrschaft über diese Welt war nie mein Ziel. Nur Macht, nur Magie. Ich verweilte schon zu lange hier und muss jetzt gehen. Als ich euch half, habe ich meinen neuen Meister verraten. Wenn ich mich nicht vorsehe, ist sein Zorn mein Ende. Lebt wohl, Bruder. Tirande. Ich bezweifle, dass wir uns wiedersehen. Enchufalana. Narren! Hat niemand einen Sinn für Gerechtigkeit? Majev, Illidan hat für seine Verbrechen gebüßt. Er ist keine Gefahr mehr für... Es ist zwecklos, Tirande. Sie ist die Personifizierung der Rache geworden und für immer an diese Jagd gebunden. Ich bete nur, dass sie in ihrem Eifer dereinst nicht mehr Schaden anrichtet als Illidan. Lasst uns nun heimkehren, Liebster. Wir haben eine Ruhepause verdient. Die alten Herrschaften. Genau, und es gibt kein Video zum Schluss. Das ist ganz seltsam. Es gibt ein einziges Video und das ist am Ende der Geißelkampagne der Untoten. Da gibt es dann ein Video. Aber zwischen, also am Ende der Wächterkampagne, der Nachtelfen oder am Ende der Allianzkampagne, gibt es nichts. Apropos Allianzkampagne. Der Fluch der Blutelfen. Kapitel 1. Falsche Vorstellungen. Keltas und seine Krieger treffen mit schlimmen Neuigkeiten in Großmarschall Garitos Stützpunkt am Rande von Dalaran ein. Ihr seid spät dran, Prinz Keltas. Brüsten Elfen nicht mit ihrer Pünktlichkeit? Es war unvermeidlich, Lord Garitos. Wir trafen eine Gruppe Nachtelfen von jenseits des Meeres und... Eure faulen Ausreden interessieren mich nicht. Ihr Elfen seid hier, um der Allianz zu dienen. Daher werdet ihr meine Befehle haargenau befolgen. Ist das klar? Ja, Lord Garitos. Die Untoten haben eine neue Offensive zur Rückeroberung Dalarans begonnen. Ihre Hauptangriffsstreitmacht marschierte südlich durch Silberkiefer. Aber wir konnten ihren Vormarsch am Fuße der Berge aufhalten. Meine Männer sind kampfbereit, Milord. Wann brechen wir zur Front auf? Wir werden in Kürze aufbrechen. Aber eure Leute bleiben hier. Unsere Späher melden, dass sich eine zweite Streitmacht von Osten nähern könnte. Ihr müsst die umliegenden Spähposten reparieren, damit wir diese Region überwachen können. Aber Milord, wir sind Krieger, keine... Ihr habt eure Befehle, Prinz Keltas. Ich denke, eure Elfenuhren haben sie vernommen. Zieht los! Anmaßender Sohn einer. Bringen wir es hinter uns. Jo, das ist auch gleich unser Held. Der neue Held der Allianz. Es ist der Blutmagier. Ein ehemaliger Elf. Hat auch recht coole Fähigkeiten, weil da gibt es den Flammenschlag, das Verbannen. Was ich jetzt nicht so brauche. Mana abziehen, was gut ist. Und zum Schluss, er kann noch einen Phönix beschwören. Die Blutelfen warten. Dazu gibt es gleich noch die neue Einheit. Also die Zauberbrecher. Eine reine
Einheit, die gegen, im Kampf gegen magische Einheiten sehr effektiv ist. Weil die haben Rückkopplung, Zauberimmunität, also brauchbar ist, Magie kontrollieren und Zauberdiebstahl. Da steht sie. Ansonsten. Was ficht euch an? Was ficht euch an? Wir sollten ist alles wieder so, wie es damals. Es soll geschehen. Bei der Allianz eben war. Ich tue mein Bestes. Nur dass wir halt diesmal keinen Paladin haben, sondern einen Magier. Das seht doch gleich, der geht auch gleich hinten. Ein Fernkämpfer. Ist aber nicht so gut wie. Es soll geschehen. Sonst irgendetwas. So, hier müssen wir die Außenposten reparieren. Ich bin hibbelig. Darauf sollte halt einfach verteidigt, also die sollten verteidigt werden. Ist mir ein Vergnügen. Und wir kämpfen nach vollfertigen Kanten. Aufpassen sollte man da dieser Zauber. Ich tue mein Bestes. Auch die eigenen Leute ziemlich verbrennt. Rache. Möge das Feuer. Aber endlich habe ich wieder Heiler. Gott sei es gedankt, ich habe wieder Heiler. Ich tue mein Bestes. Ist mir ein Vergnügen. Oh, Teufelswächter. Sehr gut. Doch. Ich tue mein Bestes. Es soll geschehen. Natürlich hier, wer kennt's nicht, die Ruinen von Dalaran. Die wir damals am Ende der Untotenkampagne ja so hinterlassen haben. Der Lernz versucht sie zurückzuerobern. Oder sagen wir, hat sie größtenteils zurückerobert, die Stadt. Wird sie auch zurückerobern und halten schön. Weil Dalaran gibt es ja auch noch später. Relativ wichtige Stadt, Dalaran. Ich tue mein Bestes. Junge, das ist mir ein Vergnügen. Ich tue mein Bestes. Es soll geschehen. Tja. Sehr gut. Vor Monaten vergruben wir eine Anzahl Vorratsbehälter in der Gegend. Vielleicht sollten wir sie jetzt ausgraben. Wir brauchen so viel Rohstoffe, wie wir bekommen können. Hm. Ich bräuchte ehrlich gesagt ein bisschen mehr Einheiten und nicht mehr Rohstoffe, aber gut. Ach ja. Ich tue mein Bestes. Möge das Feuer euch läutern. Außerordentlich. Ist mir oh, reinspringen wäre nicht gut. Ist ein recht ein starker Zauber. Aber das Friendly Fire muss man mit einbrechen. Sehr gut. Es soll geschehen. Außerordentlich. Eigentlich setzt man es ja so ein. Geschehen. Eher auf defensiverer Seite. Ich tue man haut den Zauber raus und wartet, bis der Gegner zu einem kommt. Das ist eigentlich die taktische Verwendung dieses Zaubers. Man kann ihn auch gegen Gebäude einsetzen, das ist recht praktisch. Das ist zu leicht. Geschafft. Der Spähposten wurde repariert. Rasch weiter, damit wir an den anderen arbeiten können. Ja, und ihr seht, dieser Spähposten, der deckt recht gut auf. Mehr Arbeit? Da haben wir auch einen Arbeiter. Ja, mein Lord. Mein Volk muss gerecht werden. Ah, die verborgenen Vorräte. Die kommen gerade recht. Es soll geschehen. Ein winziges Schloss. Also das werden wir dann später sehen, sobald wir bei der ersten Goldmine sind. Ist recht praktisch. Ist mir ein Vergnügen. Außerordentlich. Es soll geschehen. Ach Gott, kein Mana. Ja, das ist das Problem. Der Zauber frisst sehr viel Mana. Möge das Feuer. Aber das ist mit starken Zaubern ja immer so. Ich weiß ja nicht. Bringen sich die Mana-Kosten auf? Ne. Dafür die Stärke und Dauer. Ich tue mein toll, Bestes. Ich brauche kein Buch der Gesundheit. Ich brauche Mana. Ist mir ein Vergnügen. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Aber gut. Wir sollten bald weiterziehen. Zauberbrecher. Ich dürste nach Magie. Die Stimme übrigens vom Illidan. Die Blutelfen warten. Ich bin hibbelig. Es soll geschehen. Ist mir ein Vergnügen. Außerordentlich. Ich tue mein Bestes.
Rache. Danke, das Feuer euch, Leute. Blutteufel. Interessante Kreatur. Das ist zu leicht. Möge das Feuer euch. Ein Anführer. Wir sollten bald weiterziehen. Mein Volk muss gerecht werden. Und da stehen sie alle wieder. Wo klemmt's denn? Ah, Intelligenz, das ist schon eher wichtig. Es soll geschehen. Da ist noch ein Blutteufel. Oder zwei. Ist mir ein Vergnügen. Sollten auch gerichtet werden. Dann können wir auch die Folge ganz elegant beenden. Wir aber. Mein Volk muss gerecht werden. Sehr gut. Sehr gut, sage ich auch. Außerordentlich. Ist schon wieder eine etwas erfolgreichere Folge. Ja, reine Vorbereitungsgeschichte, wenn man weiß, was man zu tun hat. Was ist? Gut, aber wir möchten nicht weiter darauf herumreiten. Man sieht, wo der zweite Punkt ist. Man sieht auch eine Goldmine. Das heißt, ich werde hier einen Basis errichten. Damit würde ich sagen, das war's einmal für heute und wir sehen uns dann wieder nächsten Dienstag. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Warcraft 3 The Frozen Throne. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.